Hi, mein Name ist Steven. Und ich habe immer versucht, ein aufrichtiger Mensch zu sein. Ich war ein guter Vater. Gute Nacht. Ein guter Christ. Amen. Amen. Und ein guter Liebhaber. Aber mein Leben war lange Zeit nur eine Lüge. Du bist was? Und einfach so beschloss ich, nochmal von vorn anzufangen und so zu leben, wie es mir entsprach. Nur brauchte ich nicht lang, um festzustellen, wie kostspielig das war. Oh. So blieb mir keine Wahl. Ich wurde ein Betrüger. Ihr Scheck. Das Schöne daran war, dass niemand verletzt wurde. Hast du meine Geschenke gekriegt? Mami, sieh dir das an! Steven, darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Aber jederzeit. Allerdings war es nur eine Frage der Zeit, bis alles herauskam. Das Schwulsein und diese Gaunereien, hat das irgendwas miteinander zu tun, oder? Und dann, eines Tages, geschah etwas Wundervolles. Mein Name ist Philip Morris. Du siehst nicht so aus, als ob du hierher gehören würdest. Versicherungsbetrug. Nein. Nein, bei mir ist es Versicherungsbetrug. Hallo! Und ich werde auch weiterhin alles für uns regeln. Oh, noch nie hat jemand so etwas Romantisches für mich getan. Steven! Wir werden bald wieder zusammen sein. Ich liebe dich! Seine Klientin ist eindeutig vertragsbrüchig. Mr. Russell, was sagen Sie dazu? Ich habe hier einen frühzeitigen Entlassungsbescheid für Philip Morris. Ich bin sein Anwalt. Du bist doch glücklich. Aber Ihre früheren Arbeitgeber wussten nur das Beste über Sie zu sagen. Ich kann Ihnen nur das Beste über Stephen Russell sagen, Mr. Lindholm. Wir wollen Sie auf dem Posten des Finanzchefs. Können wir uns das leisten? Um das Geld kümmere ich mich, Schätzchen. Oh, fuck! Entschuldigen Sie mein Französisch. Meine Mutter hat während der Schwangerschaft geraucht. Die Liebe ist schon eine verrückte Sache. Ich will nur, dass wir zusammen sind. Wir werden immer zusammen sein. Sie macht dich glücklich? Wie hoch war denn dieser Weihnachtsbonus? Ziemlich hoch. Im Juli? Ich habe mich auch gewundert. Sie macht dich traurig. Ich habe ein paar Fragen wegen des neuen Kontos, das wir angelegt haben. Schlägst du mir damit ins Gesicht? Sie lässt dich Dinge tun, die du nie im Leben von dir erwartet hättest. Ich liebe dich, Philip Morris! Du bist nicht mal Anwalt, oder? Lügner! Was soll ich denn machen, bitteschön? Ich hab diese Scheißlimousine.